Gäste. Herzlich willkommen im TC24 Starterraum. Mein Name ist Christian Schürholz und ich begrüße euch recht herzlich hier heute Morgen am Dienstag, 5 Minuten vor der Markteröffnung im DAX. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und was war das gestern für ein Wahnsinns-Trading-Tag? Das kann man nicht oft genug nur betonen. Ich habe hier heute Morgen im Carlos mit dem Christoph und auch meinen Kollegen schon mal drüber gesprochen. Und wir werden uns das Ganze jetzt gleich auch nochmal im Einzelnen anschauen, was die Gründe dafür waren und auch, ob das vielleicht eine Übertreibung war und wie sich das Ganze entsprechend im übergeordneten Zeitfenster nochmal darstellt. Thomas, moin, moin. Genau, die Musik, die kam heute ein bisschen kürzer, ein bisschen abrupt. Guten Morgen, Freddy, herzlich willkommen. Geht doch, ja, aber war schlecht vorbereitet von mir. Guten Morgen, Philipp, auch dir herzlich willkommen. Also noch einiger Stress hier heute Morgen. Also die Vorbereitungszeit auch von meiner Seite aus, die hat ein bisschen was gelitten. Ich konnte also nicht dieser oder mich so reinfuchsen in die Geschichte mit den ganzen News, die ich mir sonst morgens anlese oder durchlese, wie heute Morgen. Da gab es noch viele andere Sachen, die hier auf dem Tisch bei mir lagen. Ich hoffe, ihr könnt das bitte entschuldigen. Hintergrund ist, dass wir heute Nachmittag von 15 bis 18 Uhr eben ein Webinar haben bei uns im Live-Trading-Raum. Ein Online-Trading-Workshop, so kann man das auch sagen, geht eben über 3 Stunden und dafür mussten noch einige Sachen vorbereitet werden. Wenn dann am Montag ist immer der Klassiker, Montag und Freitag, da ist wirklich die Hölle los, kann man nicht anders sagen. Und wenn da mal eben Sachen liegen bleiben, dann muss man es nur mal am Dienstag morgen machen und deswegen schon früh im Büro gewesen. Aber ich will auch gar nicht hier großartig rumjammern. Das gibt eigentlich doch gar keinen Anlass oder es gibt gar keinen Anlass dazu. Holger, auch dir schönen guten Morgen. Silvia, guten Morgen. Hallo. Also, ich hoffe, ihr seid alle wohlauf und dann wollen wir auch mal langsam schauen, wie die Märkte hier heute Morgen laufen. Das Ganze wieder sehr, sehr positiv mit einer Markteröffnung. Wir sehen also hier entsprechend den Schlusskurs von gestern Abend, wenn ich hier mit dem Fadenkreuz reinziehe. Also nach diesem wahnsinnig guten Trading-Tag im DAX gab es hinten raus nochmal einen ganz kurzen Durchschnaufer, aber mal Hand aufs Herz. Also wer hier als Intraday-Trader nicht ein paar Gewinne mitnimmt oder mitgenommen hat, der ist dann auch selber schuld. Also von daher, diese 2 schwarzen Kerzen hier zum Ende des Handels, die sind verkraftbar auf jeden Fall. Okay, der DAX heute Morgen jedenfalls wieder ab 8 Uhr ist der DAX Future geöffnet. Er rennt eigentlich seit der Öffnung wieder nach oben. Wir haben die ersten 100 Punkte seit der Markteröffnung schon gemacht und haben momentan die 11.200er Marke hier durchbrochen, als wäre es nichts, kein Widerstand in irgendeiner Richtung. Also wie das heiße Messer durch die Butter bewegt sich hier momentan der DAX und wir haben noch, hier unten ist der Countdown, den sieht man da gerade. Also noch knapp 50 Sekunden bis zur Markteröffnung hier in Frankfurt und dann öffnet sich der Kassamarkt. Jedermann kann auch wieder die deutschen Aktien handeln. Und da sollte es eben nochmal einen Impuls geben. Diesen Impuls, diese Situation, die trainieren wir jeden Morgen seit vielen Jahren. Das Ganze machen wir immer mit der Swissbox-Strategie. Auch hier heute Morgen werde ich die Möglichkeit mal nutzen, den Kurs einzufangen. Also es ist kein astreiner C-Box-Trade. C-Box, dafür hätte dann eben die Linien hier auf diese orange Box drauf gemusst oder entsprechend darunter. Also das ist jetzt kein genauer Trade, es ist auch kein genauer Big Number Trade, sondern wirklich ein Markteröffnungstrade. Eine Sekunde noch und wir sind jetzt im Markt. Short im ersten. Seht hier unten, lasst euch nicht von den Gewinnen hier verwirren. Das Ganze kann man entsprechend später auch einstellen, dass das ein bisschen was mehr Spaß macht. Wir können auch, und das ist ein wichtiger Punkt, den
wir immer wieder sagen müssen. Also auszusteigen an der blauen Linie, okay. Da gibt es sicherlich ein paar Trades, mit denen wir das Ganze machen können. Aber jetzt will ich das hier nochmal etwas anders einstellen. Nochmal hier als Big Number Trade. Wir können die blaue Linie auch anpassen. Und das ist ganz wichtig bei dieser Strategie. Wir wollen eben nicht, dass jeder Trade hier ausgestoppt wird mit 0,05%. Mit Sicherheit, es gibt den einen oder anderen Trade. Ich kann hier auch nochmal auf Ausstieg gehen. Der Kurs rennt jetzt drüber und stoppt mich eben nicht aus. So, wir können entweder mit angepasst, können wir das Ganze vor uns herschieben, oder wir können die Trades letztlich auch hier dann manuell schließen, mit der Taste alles schließen, mit dieser violetten Taste. Dann haben wir die ersten beiden Trades schon mal mit drin. Also ganz wichtiger Punkt eben, dass man auch einige Trades ganz individuell hier betreuen muss oder managen muss. So, und da gibt es Trading-Situationen natürlich. Manche sind ein bisschen besser dafür geeignet, manche sind dafür nicht so gut geeignet. Und die wollen wir heute in den nächsten knapp 60 bis 90 Minuten mal durchgehen in unserem Starterraum. Wie also der Name schon sagt, das ist ja ein Starterraum für neue Gäste, auch für neue Clubmitglieder, die sich hier also nochmal den Feinschliff holen möchten, um dann entsprechend rüber zu wechseln in den Live-Trading-Raum mit Carlos. So, wer dann Clubmitglied ist, wer dann aktiv handelt, auch mit der Wohlerbox, der kann dann auch in den dritten Live-Trading-Raum zu uns wechseln. Als Clubmitglied jedenfalls nur. Und das ist dann der Pro-Trading-Raum mit Christoph. Christoph tradet eben vormittags, auch nachmittags, auch die amerikanischen Märkte, muss man dazu sagen. Ja, also das ist, wie gesagt, hier im Starterraum. Wir legen erstmal die Grundlagen. Ich möchte euch ganz gerne hier eben im Raum ein Forum anbieten, in dem ihr mit mir offen diskutieren könnt über mögliche Trading-Signale. Wir können den MetaTrader besprechen. Wir können alle möglichen Grundlagen klären vom CFD und Forex-Handel. Grundbegriffe unterschiedlicher Orderarten mal aufwerfen. Also alles Themen, die ihr ja mit eurem Trading-Coach machen könnt, der euch an die Seite gestellt wird. Aber wenn ihr da vielleicht, ja, wenn ihr den noch nicht kennt, noch kein richtiges Vertrauen aufgebaut habt, dann macht es bei mir gerne. Weil solche Themen werden eben in unseren Live-Trading-Räumen nicht so ausführlich besprochen. Da geht es dann wirklich um das reine Trading und geht wirklich um das Trading, um den Fokus und nicht, dass man jeden Tag so ein Grundlagen-Webinar macht. Das ist ausschließlich hier im Starterraum. Die Idee von der Geschichte. Okay, also DAX hat geöffnet. Wir haben die 11.2 wieder abgegeben und liegen momentan bei 11.180 Punkte Pi mal Daumen. Vollkommen egal. Die Bewegung von gestern, die hat, glaube ich, einiges wieder gut gemacht. Und wir fangen mal an, dass ich mal hier ein bisschen was aus dem Chart eben herauszoome. Ja, okay. Also Holger, ich nehme den Ball gerne mal auf und dann. Also, wir machen das gleich. Also, ich meine, ich hätte gestern schon über die Wohlerbox kurz gesprochen, aber wenn du klipp und klar so fragst, dann machen wir das gleich. Also, so, wir schauen aber trotzdem oder vorher. Gehen wir natürlich wie immer einmal die Märkte durch. Was ist passiert über Nacht? Welche Termine stehen heute an? Da gibt es einige. Und dann so gegen 9:30 Uhr können wir uns dann auch mal wieder mit den Trading-Strategien hier beschäftigen. Ja, also gestern zum Wochenstart. Also wirklich wahnsinnig. Ich muss die Zahlen nochmal hier wirklich vom Zettel ablesen. Also DAX plus 5,5%. Ein Wahnsinnslauf. Das war das positive Gap, was wir hatten, also diese Kurzlücke. Wir sind also sehr, sehr mit über 2% sind wir schon mal in den Tag hineingestartet. Und dann ist der DAX eben herausgelaufen. Das war die 11.700er Marke. Und ja, also wie beschrieben, ist der DAX hat sich von dieser Marke gelöst und auch gar nicht mehr zurückgekommen.
Gab mal hier so kurze Wellenbewegungen oder Stufenbewegungen. Also denkt daran immer, wenn ihr als Beispiel zieht, einfach nur, ja, das Beispiel, was ich jetzt mache, geht eigentlich für den umgekehrten Fall. Also ihr steht oben auf der Treppe, ihr werft den Ball runter. So, und der Ball springt bei jeder Stufe immer kurz auf, prallt einmal ab, aber tendenziell fällt er eben nach unten, der Gravitation bedingt. Und das Gleiche gilt natürlich auch im umgekehrten Fall, also eine schöne Treppenformation nach oben, immer mal wieder kurz durchgeatmet, bei der 11.7 kurz mit der kämpft, 11.8 durchgegangen, wie durch heiße, oder wie durch Butter. Bei 11.9, da gab es dann mal einige, also wir sind auf dem 5-Minuten-Chart, also, ja, da ist er dann mal von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Ja, 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Also da ist er so ungefähr 2 Stunden lang, ist er doch sehr, sehr seitwärts gelaufen. Und dann gab es nochmal einen schönen Schub aus Amerika. Und durch die 11.000, also das ist eigentlich als Big Number schlechthin zu werden. Und wirklich da, wo viele Order liegen, massiv viele Order. Und an jedem anderen Trading-Tag wäre das mit Sicherheit ein Preislevel gewesen, wo der DAX hin und her getradet hätte. Aber nicht so gestern. Also wirklich wahnsinnig die Bewegung. Dann schon wieder eine kleine Seitwärtsphase. Auch hier dann nochmal auf einem recht hohen Niveau bei 11.100. Eine Phase, bevor es dann am Ende leicht runterging. Ganz leicht, aber nur. Heute Morgen die 11.2 gerissen. Wahnsinn. Es tut mir bei solchen Bewegungen, so schön sie aber auch aussehen, muss man ehrlich sagen, dass, ja, also ich bin da kein Riesenfreund von, ganz einfach, weil es eben zu wenig Trading-Signale gibt bei dieser Geschichte. Also wenn wir jetzt an die H4-Strategie denken, wenn wir an das Master-Template denken, in so einer Bewegung haben wir halt relativ wenig oder eigentlich gar keine Gegensignale. Das Ding läuft wirklich in einem Strich durch und wer dann halt morgens nicht mit dabei war, ja, der kann einfach nur zuschauen, wie das Ganze dann von ihm wegläuft. Und ja, ich habe manchmal schon so den Eindruck, als also was ist jetzt schlimmer? Ist es ein Verlusttrade oder ist es vielleicht so ein Handelstag? Also wenn ich das jetzt mal persönlich sage aus meiner Sicht, ärgere ich mich jetzt mehr, wenn ich einen Verlusttrade habe, oder ärgere ich mich, wenn ich bei einer so krassen Bewegung nicht die ganze Zeit mit dabei war? Ich glaube, das hebt sich da irgendwie auf und letztlich ist dann beides einfach nur ziemlich blöd. Einstiegssignale, wie gestern beschrieben, zur 11.7, klar, dann 16.30 Uhr. Hier gab es mit Sicherheit auch nochmal eben die Möglichkeit, aus dieser Box heraus oder aus dieser Big Number herauszutraden, war mit Sicherheit ein bisschen was schwieriger und ich möchte den Trade jetzt hier auch nicht zu sehr in den Himmel preisen, aber es war nun mal eine Seitwärtssituation über 2 Stunden und dann ist das Ding nach oben ausgebrochen. Und auch hier Big Number Trade, den kann man immer platzieren und dann, jetzt machen wir den Kreis wieder rund, dann ist es eben wichtig, dass man die Trades auch entsprechend laufen lässt und die blaue Linie vor sich weiter herzieht. Das kann im ersten Trade sein, das kann aber, und dazu ist es eigentlich, und das ist eigentlich Pflicht, wenn man mal in einen dritten, vierten Trade kommt, fünften Trade, vielleicht auch mal abgehatcht, dass man dann entsprechend sein oder die blaue Linie, das Gewinnziel, weiter wegzieht. Weil man will ja eben Geld verdienen mit der Geschichte und ja, diese 0,005%, die sind in Ordnung, aber wenn man eben den Trading-Tag auch mal mit 0,2, 0,3 oder 0,4, 0,5% mal beenden möchte, ja, dann muss man eben so flexibel sein, dort die blauen Linien auch mal etwas weiter anzupassen. Gut, ich habe es jetzt zweimal erwähnt. Ihr habt es, glaube ich, alle verstanden mittlerweile. Und dann lassen wir das Thema auch für heute mal durch mit der blauen Linie. Okay, also das war der DAX, 11.150 Grade. Dann werfen wir mal einen Blick auf den amerikanischen Leitindex, auf den Dow Jones. Das ist der Blick auf den Chart M15. Also jede Kerze zeigt hier 15 Minuten Zeiteinheit. Das war alles noch vorbörslich. Hier ist Geplemper. Zog natürlich auch schön nach oben.
keine Frage. Aber dann entsprechend hier, das war der Ausbruch um 13:30 Uhr, also nach der Mittagspause. Da ging es dann eigentlich erst richtig los und 15:30 Uhr. Entschuldigung, ich muss auf 16:30 Uhr. Das war hier die Markteröffnung in Amerika. Das waren diese Kerzen. Kurz durchgeahndet und dann nochmal den Anlauf nach oben genommen. Sodass am Ende des Tages bei dem Dow Jones ein Plus von 3,85% zu Buche stand. Etwas schwächer, muss man sagen. Und dann kann man sich schon mal die Augen reiben. Das war der DAX, der Nasdaq, der amerikanische Technologieindex, der eben in den letzten Wochen schon sehr stark gelaufen ist, der seine anderen Indizes deutlich outperformt hat. Aber beim Nasdaq, da blieb gestern eben nur ein Plus von 2% stehen. Also knapp die Hälfte. So, ist das jetzt schon wieder ein Anzeichen oder haben die großen Märkte wie Dow Jones, S&P, haben die einfach nur ein bisschen Strecke gut gemacht auf den Nasdaq? Wissen wir nicht. Trotzdem schon ein bisschen was ungewöhnlich, dass eben die sogenannten Blue Chips, die dort im Dow Jones ihr Zuhause haben, dass die Technologiewerte so stark outperformt haben. Okay, ja, dann gibt es noch ein, oder fragen wir uns doch erstmal, wie ist denn überhaupt so eine Bewegung gestern hier zustande gekommen? Das hat vielfältige Gründe. Zum einen lockern mehr und mehr Länder eben die Ausgangssperre. Wir wollen aber auch an dieser Stelle nicht vergessen, dass die Zahl der Neuinfektionen und auch die Sterberate eben in Ländern wie in England noch sehr hoch ist, in Amerika ebenfalls sehr hoch, scheint die Börse aber überhaupt nicht zu interessieren. In Brasilien, so war heute Morgen in der Tagesschau zu erfahren, Brasilien ist jetzt das Land mit den drittmeisten Fällen, hat also England überholt. Ich glaube, das ist jetzt ein, ja, also da will man nicht vorne liegen bei der Geschichte. Auf jeden Fall. Ja, das ist, also solche negativen Nachrichten werden einfach von der Börse gerade ignoriert und zwar, weil dort jetzt die Unternehmen ankommen, wie gestern schon gesagt, die dort womöglich einen Impfstoff hergestellt haben, also die großen Pharmaunternehmen und Moderna, ja, Moderna. Ich dachte eher, das wäre eine Modemarke, aber offensichtlich ist das ein US-Biotechnologieunternehmen. Und ja, die sind gestern nochmal über 20% oder 20% gestiegen. In der Spitze war es sogar ein bisschen was mehr. Und ja, die Börse, wie immer, ein zukunftsorientierter Markt. Also die Börse honoriert immer zukünftige Entwicklungen. Und als dann dieser US-Konzern Moderna bekannt gegeben hat, einen aussichtsreichen Impfstoffkandidaten in der Pipeline zu haben. Ich lese das mal gerade hier ab. Ja, das ist natürlich dann kombiniert wieder mit diesen Lockerungen der Ausgangssperre und so weiter. Ja, wird von der Börse sehr, sehr positiv aufgenommen. Nachmittags amerikanischer Zeit gab es dann auch noch mal ein Interview oder ein Statement von US-Notenbankchef Jerome Powell, die sehr, sehr positiv aufgefasst worden ist, dieses Statement. Und er hat nämlich gesagt, dass die US-Notenbank oder dass er würde Gebrauch machen von der ganzen Reichweite oder Full Range of Power, Full Range of Tools, also alle Mittel, die der US-Notenbank eben zur Verfügung stehen, um die sich jetzt androhende Rezession abzuwenden, die wird er dort eben einsetzen. Dabei schließt er das Thema Negativzinsen jetzt nicht komplett aus, er ignoriert es aber und stellt eben deren Bedeutung nochmal in Frage. Aber alles andere, was er machen kann, also Quantitative Easing, Anleihenkäufe, vielleicht werden diese sogar noch ausgeweitet. Also von der Notenbank wird alles getan, um quasi das billige Geld in den Markt reinzuspülen. Und ja, irgendwohin muss das billige Geld, ja. Also wir können es nicht auf die Konten packen, da gibt es keine Zinsen für und irgendwie muss es ja angelegt werden. Und es gibt einige Rückkaufprogramme der großen Unternehmen schon. Das treibt natürlich dann die eigenen Aktienkurse. Und ja, viel Geld fließt da momentan eben in die Anleihen oder auch in die Aktienmärkte. Und deswegen sehen wir auch unter anderem halt immer hier
die steigenden Kurse, weil das Geld halt irgendwo hin muss. Okay, also Jerome Powell ist dort oder hat dort nochmal für eine positive Stimmung gesorgt. Er hat ebenfalls gesagt, dass er auch denkt, dass die US-Rezession vielleicht nur bis zum Sommer gehen könnte und gar nicht jetzt wirklich über die nächsten Jahre, also Sommer nächsten Jahres und dann gar nicht mehr über die nächsten Jahre rein. Das ist also, also der Mann muss ja irgendwelche Zahlen haben, aber es ist schon schwierig, immer so weitgreifend in die Zukunft vorauszudenken, wenn keiner weiß einfach, was die nächsten Tage hier passiert. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal daran erinnern, dass einfach dieser Handelskonflikt Amerika-China ja nicht vom Tisch ist. Nur weil es eben gestern keine Meldung dazu gab, heißt es ja nicht, dass da jetzt auf einmal wieder alle Freunde sind oder Trump und Xi Freunde sind. Mitnichten. Und das bleibt wirklich immer nochmal hier so ein kleiner Schwelbrand in den Märkten. Werfen wir gerade mal einen Blick eben auf den Tageschart, wie sich die Bewegung entsprechend hier mehr als umgekehrt oder konsolidiert, also mehr als umgekehrt. Das war der Ausbruch nach unten. Das sah richtig bitter aus bei der Geschichte. Da sind viele, viele Shortseller, also Bären, die auf fallende Kurse gesetzt haben. Die sind mit Sicherheit hier auf dem falschen Fuß erwischt worden. Das war eine ganz bittere Erfahrung. Und wer dann eben die Trades nicht schnell genug geschlossen hat, der ist dann auch oder der reibt sich vielleicht verwundert die Augen, weil 2, 3 Tage eben danach liegt der in dem Fall US Dow Jones über 1600 Punkte höher. Und ja, unterstreicht wirklich nochmal die Tatsache, dass immer dann, wenn man einen Trade macht, ihr habt ja ein gewisses Szenario, was ihr euch vorstellt, was der Trade machen soll. Und egal, ob es jetzt mit unseren Strategien ist oder mit einem Trendkanal, was auch immer, also ihr macht einen Trade ja aus einem ganz bestimmten Signal heraus oder mit einem ganz bestimmten Szenario, was passieren soll. Und wenn dieses Szenario eben nicht eintritt, dann muss man auch mal sagen, okay, ich war falsch oder ich lag falsch bei der Geschichte. Passiert mehr als einmal und dann muss ich auch den Trade entsprechend mal schließen. Ja, oder den Hedge-Button drücken, was auch immer. Also man muss zumindest ja, die Power haben, da entsprechend auch mal zuzugeben, dass man hier oder dass der Trade einfach nicht will, weil eben andere Faktoren hier reinspielen. Also da gibt es viele, viele andere Sachen, obwohl ein super Signal ist, obwohl das super Signal auch in den letzten 100 Trades geklappt hat. Aber es gibt dann immer eine Situation, wenn es auch mal nicht läuft. Und ja, jedenfalls einige Shortseller auf der Seite sind hier kalt erwischt worden, der Markt komplett gedreht und jetzt sind wir hier an der Oberseite und ja, wenn wir hier nochmal über die 24.800er Marke, Entschuldigung, also hier war das letzte Hoch, also Kerze geschlossen bei 24.8. Der kleine Docht war sogar bei 24.890 oder 24.900 in dem Bereich. Also wenn der Dow Jones hier nochmal wieder rüberkommen sollte, dann hat ja das ganze Chartbild komplett gedreht um 180 Grad und dann ist ab sofort nur noch von steigenden Kursen zu sprechen und eben von einem längerfristigen Ausbruch hier auf der Unterseite. Also das wäre dann im Nachhinein, wenn wir uns das hier im halben Jahr mal ansehen, eine Kurzkonsolidierung innerhalb dieser Aufwärtsbewegung gewesen. Natürlich kann es aber so eine Bewegung auch auf der Oberseite geben, dass eben hier kurz ein neues Hoch gemacht wird, vielleicht kurz über die 25.000 und dann passiert irgendwas anderes und dann dreht sich der Markt wieder. Wir wissen es so nicht. Hand aufs Herz. Keiner weiß das. Deswegen entsprechend Vorsicht beim Traden. Okay, beim DAX sieht das Ganze auf dem Tageschart ebenfalls nicht anders aus. Ah, wir machen das gerade noch mal ein bisschen was schöner. Also das war eigentlich so eine Zone, die wir mal eingezogen hatten vor einigen Wochen. Dann gab es eben die Ausbrüche. Erster Fehlausbruch, zweiter Fehlausbruch. Jetzt haben wir den dritten. Der dritte ist eben Schlusskurs außerhalb und
ja außerhalb hier nochmal bestätigt worden. Und das da oben ist eine schöne Kante. 11.240. Hier wäre noch ein Gap, eine Kurslücke aus dem März, die dann ebenfalls wieder geschlossen werden könnte. Also das Ganze sieht schon sehr, sehr bullisch aus, muss man mal sagen. Okay. Auf der anderen Seite, wenn jetzt heute der Tag vielleicht mal ein bisschen was ruhiger läuft, okay, dann ist das eben so. Also nach so einem Wahnsinns-Trading-Tag wie heute, dann ist es auch mal in Ordnung, wenn der DAX kurz ein bisschen was durchschnauft, wenn auch mal kleine Gewinnmitnahmen kommen. Wichtig jedenfalls, um weiter steigende Kurse zu sehen, sollte der DAX entsprechend hier außerhalb, auf der Oberseite, außerhalb dieser blauen Box schließen. Also oberhalb 11.000 Punkte, auch nochmal psychologisch wichtig hierbei. Okay, das sollte erstmal für den DAX und den Dow gewesen sein. Wir werfen einen ganz schnellen Blick auf den Kurs vom Gold. Der ist nämlich gestern wieder zurückgekommen. Deutlich oder nicht deutlich, lasse ich jetzt mal euch beurteilen. Wir hatten jedenfalls einen schönen Ausbruch aus diesem Dreieck nach oben hin und wir waren beim Gold schon bei der Marke von 1764 US-Dollar. Dann ging das Ganze runter auf 1728. Also das war eine schöne Umkehrkerze gestern und ja, heute konsolidiert das Ganze auch mal wieder. Schneller Blick auf den Kurs vom Bitcoin konsolidiert ebenfalls in einer sehr, sehr hohen Range. Also hier kann ebenfalls noch beides passieren. Zum einen der Ausbruch hier über die Trendlinie und dann haben wir die 10.000er-Marke mit Sicherheit sehr schnell wieder im Blick. Kann auch noch runterfallen. Er kann auch in diesem Kanal sicherlich noch einige Zeit verweilen. Interessanter Markt, auch wenn wir ihn nicht aktiv bei uns handeln im Club. Blick auf den Euro-Stoxx ganz schnell. Sehr ähnlich wie beim DAX auch. Also, wen wundert's? Aber wenn man das Ganze hier ein bisschen was reinzieht, dann sehen wir eben, dass es hier jetzt noch keinen nachhaltigen Ausbruch gab. So, wie letzte Woche schon gesagt, der Euro-Stoxx gilt eigentlich immer so ein bisschen was als Vorläufer, weil eben auch hier Unternehmen dabei sind. Nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus den südeuropäischen Ländern unter anderem, denen es halt noch nicht so gut geht. Und das kann vielleicht darauf hindeuten, ich will nicht allzu viel rein interpretieren, aber es kann eben darauf hindeuten, dass diese Aufwärtsbewegung von gestern im DAX ja vielleicht ein bisschen was übertrieben war. Ja, also noch ist der Euro-Stoxx hier in dieser Seitwärtszone drin. Er hat sich mal oben die Finger verbrannt, mal unten die Finger verbrannt, aber noch ist er drin. Auch hier gilt das Gleiche. Er muss entsprechend außerhalb, mit Schlusskurs außerhalb dieser Box schließen, um dann wieder über langfristig steigende Kurse sprechen zu können. Also das ist so ein kleiner Warnhinweis für die ganzen Pessimisten, die sich eigentlich oder für die Optimisten, wenn man sagen kann, die sich fallende Kurse herbeiwünschen. Gut, Blick auf den Euro-Dollar. Da ist nämlich gestern auch einiges los gewesen. Ja, wir sind hier auf dem Tagesschart und also der Euro-Dollar tut wirklich alles dafür, dass der nicht hier runterbricht und dass wir diese Parität nicht sehen, auf die ich schon seit Jahren warte. Also einmal nach unten geknallt, das war hier ein etwas übertriebener Fehlausbruch, wurde dann auch wieder korrigiert. Dann haben wir hier ein Tief, hier ist ein Tief, hier auch. Und jetzt sind wir wieder über der Marke von 1,09. Also eine schöne, enge Seitwärtsrange. Auch hier kann man entsprechend mal den, ja, oder wir haben ja mal ein Dreieck eingezeichnet in die Geschichte. Das müssen wir einfach jetzt aufgrund der aktuellen Bewegung ein bisschen was verlängern. Auf der Unterseite haben wir schöne Auflagenpunkte, einmal, zweimal und so weiter. Und ja, also hier ist noch alles möglich beim Euro-Dollar. Das ist wirklich eine Wundertüte, gerade die in beide Richtungen nachhaltig hier ausbrechen kann. Interessantes Setup dabei. Lufthansa, ich zeige den Chart auch nochmal, weil ich mit einer Mitarbeiterin von Lufthansa hier gesprochen habe, die schon seit, ja, ich glaube, seit 30 Jahren dort arbeitet und ich frage sie eben,
Ja, was macht ihr? Wohin geht die Reise? Und ich denke nicht, dass es jetzt irgendwelche Insider-Informationen sind, aber es gibt dort Stimmen im Unternehmen, die offen darüber nachdenken, dass man eben in eine, so, dass man in eine Insolvenz kommen soll. Also in eine geordnete Insolvenz, wenn es so ein Wort überhaupt gibt, die dem Management dann eben überlegen, auch mal Mitarbeiter zu entlassen, die schon seit vielen Jahren dort drin sind. Und ihr wisst das, es ist in anderen Unternehmen nicht ähnlich. Wenn man lange zu einem Unternehmen zugehört, dann hat man oft noch alte Verträge, man verdient gut, ordentlich, ja, gut kann man sagen, man verdient gut. Und das ist natürlich, und auch die in Anführungszeichen älteren Mitarbeiter, die sind relativ schwer zu entlassen. Und ich möchte hier keinem was unterstellen, alles nur Theorie. Aber wenn man das Ganze eben jetzt in eine geordnete Insolvenz laufen lässt, dann hätte man dort die Möglichkeit, die alten Mitarbeiter mal rauszuschmeißen oder nochmal so eine Art Hausputz zu machen, um dann aufzuräumen und dann nochmal wieder neu durchzustarten. Weil eigentlich wäre jetzt Corona nicht gewesen. Eigentlich wäre die Lufthansa ja gut dran gewesen. Also die hat ja vom Management grundsätzlich nichts Falsches gemacht. Entschuldigung, grundsätzlich nicht viel Falsches gemacht. Okay, also bleibt ein heißer Kandidat. Den Chart hatte ich auch schon mal gezeigt. Aufgesetzt auf der Unterlinie einmal. Ein Fehlausbruch, ein deutlicher. Wir sind danach aber wieder mit dem Gap nach oben reingekommen. Hier nochmal kurz die Füße ins kalte Wasser gehalten. Und ja, sehr, sehr schöner Trading-Tag. Auch wenn wir hier auch heute eine kleine negative Kerze sehen zur Eröffnung, aber wir haben, dahinter steht zumindest ein positives Gap und die Lufthansa ist auch wieder über die 8-Euro-Marke. Also höchst interessanter Wert. Eine Wirecard ist ebenfalls ein reiner Zockerwert gerade. Die habe ich aber jetzt nicht mit hierbei. So, das soll es. Eieröl. Genau, hier nochmal der Chart vom Öl. Schöner, richtig klasse Ausbruch aus dem Dreieck. Und ja, auch gestern Wahnsinns-Trading-Tag. Aktuell über der Marke von 32 US-Dollar. Und wir schauen mal an, hier war mal so ein letztes Verlaufshoch. Da darf es auch gerne dann mal wieder drüber gehen. Und ja, wenn wirklich alles gut läuft, steht als nächstes eben hier ein Gap-Closing an, sodass wir dann eben. Ja, so dass es dann eben für den Ölpreis auch mal wieder um 10 US-Dollar nach oben gehen könnte. Positiv in dem Zuge ist zu bewerten, dass die Nachfrage in China nach Öl wieder auf einem ähnlichen, sehr ähnlichen Level ist wie vor Corona. Also, das ist doch mal ja, positiv für alle ölproduzierenden Länder, Quatsch, ja, Länder auch, aber vor allem ölproduzierenden Unternehmen wie eine Royal Dutch Shell, eine BP, eine Total, eine Exxon, eine Chevron und so weiter und so fort, die nebenbei auch eine sehr, sehr attraktive Dividende anbieten. So, dann haben wir, glaube ich, den Tagesüberblick so einmal abgearbeitet, 9:28 Uhr. Ich möchte zum Schluss noch darauf hinweisen, dass es einige wichtige Unternehmenszahlen heute gibt aus dem ersten Quartal. Allen voran haben wir heute den US-Einzelhändler Walmart, der seine Zahlen rausbringt. So, also das deutsche Aldi oder Lidl, wenn man so will. Es ist das Unternehmen aber insofern interessant, als dass Walmart eben der größte Arbeitgeber in Amerika ist. Also da hängen mehrere hunderttausend Jobs an dem Unternehmen und das Unternehmen hatte eben dort im letzten Jahr, ich glaube Ende letzten Jahres, wenn ich mich richtig entsinne, haben dort einen neuen Chef bekommen. Und ja, also die Firma Walmart steht eben auch sinnbildlich für, ja, für die ganze amerikanische Wirtschaft oder für das ganze Land, wenn man so will. Also ganz interessante Zahlen heute, die sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Aus Deutschland gibt es Zahlen von der Deutschen Börse AG, von der Rheinmetall. Von Home Depot
ebenfalls dann wieder aus Amerika. Also das ist der deutsche Obi, der amerikanische Obi oder Baumarkt. Also es gibt halt so ein paar Klassiker. Das war früher eine General Electric, Home Depot, eine Walmart. Diese Unternehmen stehen eben so stellvertretend für ein ganzes Land. Und also wenn man sagte eben, wenn diese drei Aktien, wenn die gut laufen, dann geht es Amerika gut. Und wenn es denen halt nicht gut geht, dann ist das immer so ein wirklich so ein Spiegelbild auf die ganze amerikanische Wirtschaft. Okay, also Home Depot und Walmart, die werden heute Zahlen rausbringen. Sehr, sehr spannend, wie ich finde. Dann gibt es zudem noch einige Wirtschaftstermine, die auf dem Kalender stehen oder im Kalender drin sind. Und wir werden einmal zusammen schnell auf den Wirtschaftskalender schauen. Bei uns zu finden, wie immer, auf der Webseite. Für heute Dienstag, den 19. Mai. Einiges ist schon passiert. Also es gab schon Zahlen aus England. England ist nochmal so wirklich so ein eigenes Thema. Da ist es auch nicht mehr ausgeschlossen, dass die Zinsen in den negativen Bereich treten. Das Pfund sehr stark an Wert verloren, aber darauf will ich an dieser Stelle gar nicht weiter eingehen. Jedenfalls Zahlen sind schon raus. Wir haben um 11 Uhr ZEW Konjunkturerwartungen. Das wird deswegen auch hier rot eingefärbt. Das wird mit Sicherheit nochmal ein bisschen Schwung in die Geschichte reinbringen. Also in die Geschichte reinbringen, damit meine ich den DAX. Da sollte also der DAX auch mal kurzfristig ein bisschen was drauf reagieren, je nachdem, wie die Zahlen rauskommen, ob positiv oder negativ. Aber auf jeden Fall ein Termin, den man als Trader mal sich merken sollte. Zusammen dann auch mit, ja, die sind nicht ganz so wichtig, aber ihr seht zumindest, das ist jetzt keine Einzelzahl, sondern wirklich so ein Bündel von Zahlen, die um die gleiche Uhrzeit rauskommen. Also hier interessant. Dann haben wir 14:30 Bau. Genehmigung. Also passt auch hervorragend, glaube ich, zu dem heutigen Trading-Tag, wenn eben auch eine Home Depot ihre Zahlen zum ersten Quartal rausbringt. Dann eben auch die Baugenehmigung. Wir haben heute Nachmittag ebenfalls ein ganz wichtiger Termin. Denn US-Notenbankchef Jerome Powell wird dort nochmal eine kleine Rede halten, um die es natürlich um Corona geht, um die drohende Rezession und die wirtschaftliche Entwicklung Amerikas und wie er mit seiner Notenbank gedenkt, da entsprechend gegenzuwirken. Also auch hier eine heiße Geschichte. Das ist jetzt nicht ein Termin, wo einmal dann der Text rausgebracht wird, sondern das ist dann ja ein Pressetermin. Und da kann es dann eben auch mal nicht nur um 16 Uhr eine Bewegung geben an den Märkten, dann kann es auch mal um 16:07 Uhr oder um 16:15 Uhr, je nachdem, wie lange das geht, kann der DAX, kann ja der Dow Jones und dann im Schlepptau auch der DAX entsprechend mal hier sehr, sehr volatil handeln. So. Dann sind das die Termine, genau. Rosengren spricht auch noch. Der ist aber nicht so wichtig, ist auch nicht stimmberechtigt 2020 bei irgendwelchen Entscheidungen. Also das können wir übergehen. Also es gibt einige Termine. Nochmal zusammengefasst, 16 Uhr, 14:30 Uhr heute Nachmittag um 11 Uhr. Ein ganz dicker Klotz dabei und mal eben schauen. Haben wir noch was? Um 11 Uhr sehe ich, gibt es noch eine Videokonferenz der Finanz- und Wirtschaftsminister aus der EU. Ja, nicht ganz so. Okay. Und ebenfalls aus der EU, EZB-Chefsvolkswirt Lane, da die halt auch nochmal oder hält eine Rede oder ein Interview. Also wir haben um 16 Uhr einmal Jerome Powell und eigentlich ihr Counterpart aus Europa tritt auch nochmal durch die oder tritt auch nochmal vor die Presse. Gut, also das sind die wichtigen Termine heute. Die sollten wir uns auf jeden Fall mal im Hinterkopf ein bisschen was behalten, weil dann kommt oder es ist sehr wahrscheinlich dann, dass dann etwas Schwung in die Märkte reinkommt. Nicht, als dass wir es unbedingt brauchen würden, weil aktuell haben wir eh schon sehr, sehr schöne Bewegungen da. Aber mein Gott, wir haben auch nichts gegen Volatilität. Im Gegenteil, freuen wir uns, wenn die so mit dabei ist. So, jetzt rufe ich einmal hier den Chart auf. Wir packen wie immer
die Swissbox mit rein, unsere beliebteste Trading-Strategie. Und dann werde ich gerade nochmal eben hier schnell einen Trade platzieren. Ja, auch hier mit dem zum letzten Verlaufstief. Also es ist kein Trade jetzt hier wirklich nach Regelwerk, muss ich dazu sagen. Aber dass wir hier ein paar Beispiel-Trades machen, da hat ja auch sicherlich keiner was dagegen von euch. Okay, kurze Kaffeepause. Gib mir mal eben 2, 3 Minuten. Ich brauche mal eben ein heißes Getränk und dann machen wir auch entsprechend weiter mit euren Hinweisen hier im Chat. Und wir wollen, wie immer, die Trading-Strategien hier aus dem Club für euch mal ein bisschen was näher vorstellen. Ja, also ein paar Minuten eben Pause und dann sehen wir uns hier gleich wieder im Starterraum. Bis gleich.
So, okay. Da sind wir wieder. Jetzt habe ich wieder vergessen, hier die Musik zu deaktivieren, aber die hat mich auch nicht daran erinnert. Okay. So, 9:42 Uhr. Der Trade auch wieder raus. Zeigen wir es mal eben. Schön im dritten. Also. Erster Long, zweiter Short, Markt wieder umgedreht, dritter Long, hier oben ausgestoppt. Perfekt. So wollen wir das haben und Hand aufs Herz, ich habe gar nichts dagegen, wenn der Trade eben mal sich ein bisschen was ausschaukelt, dritter, vierter Trade, weil dann kommt letztlich auch eine Positionsgröße hier ins Spiel, wo wir, wenn wir den Trade dann mal laufen lassen, auch gerne überdurchschnittlich mal ein bisschen was mehr verdienen an den Märkten. Also, da soll jetzt hier keine Panik entstehen. Ich kann auch den DAX Trade. Also schauen wir mal eben hier. Outside-Kerze. Und jetzt haben wir hier drei Inside-Kerzen. Also bin gern bereit, die Box auch leicht anzupassen, zu vergrößern auf hier 23 Punkte. Und wir sagen nochmal aktivieren. Okay. Also, der Trade läuft. Lassen wir mal schauen, wie sich das Ganze hier entwickelt. Holger, so, dann nehme ich jetzt mal deine Frage, die du heute Morgen direkt schon hier in den Raum reingeworfen hast. Und du batst um eine Erklärung der Volabox-Strategie. Also, den Ball nehme ich gerne auf. Und ja, möchte eben das Ding erklären. Warum haben wir die Volabox? Vielleicht hole ich euch mit dem Gedanken erstmal ab. Alles angefangen hat eben mit der Swissbox-Strategie, dass wir den zur Markteröffnung platziert haben oder auch um ganz bestimmte Chartmarken wie die Big Number und so weiter und so fort. Also das klappt hervorragend, setzt für den weiteren Trading-Verlauf, für den weiteren weiteren Trading-Tag, setzt es aber auch voraus, dass man ein geschultes Auge hat, dass man auch mal Situationen erkennt, wo der DAX vielleicht eben ein neues Hoch macht, wo vielleicht auch mal eine, oder wo am Pivot-Point abprallt oder wo ein Fibonacci-Retracement war. Also das sind alles Indikatoren, die man ja noch zusätzlich hier mit einfließen lassen kann. Ich habe bei dem einen oder anderen Clubmitglied habe ich auch gesehen, dass der sich eben die Bollinger-Bänder mit in den Chart reingezogen hat. Gehört es zu unserem Standardpaket an Indikatoren? Nein. Aber wenn das Clubmitglied das unbedingt machen möchte und wenn er auch begründen kann, warum, dann bitteschön. Also es spricht doch nichts dagegen, auch die Swissbox entsprechend dann einzusetzen, wenn das eben in Kombination mit anderen Setups funktioniert. Also Bollinger Bänder, der es noch nicht weiß. Übrigens alles nachzulesen, muss ich an der Stelle mal eben eine Eigenwerbung machen bei der Geschichte. Wir haben hier oben den Punkt Trading lernen und dann gibt es dabei Indikatoren, gibt es auch nochmal den und eine kurze Beschreibung eben zu den Bollinger Bändern. So, und die Bollinger Bänder, die laufen eben in Zeiten von wenig Volatilität, laufen sie zusammen. Und nach wenig Volatilität kommt wieder viel Volatilität. So, das haben wir in unseren Paketen, in unseren Signalen, die wir euch anbieten, haben wir es einfach immer mit diesen farbigen Boxen gemacht. Aber wer denn schon seit Jahren jetzt mit den Bollinger-Bändern arbeitet, der kann die natürlich auch nochmal mit reinfließen lassen. Also macht es wirklich so, wie ihr zurechtkommt, wie ihr euch wohlfühlt. So, und also Bollinger laufen zusammen und dann kann man auch hier die Boxen platzieren. Trotzdem, ich mache den Indikator mal wieder weg, weil ja, ich hoffe, wir haben das Ganze eben mit den Boxen sehr gut gelöst. So, wenn einem aber diese Trading-Erfahrung fehlt, wenn man vielleicht neu dabei ist beim Trading und mit dem Carlos eben tradet, dann ist das gut und schön. Aber wenn der Carlos nicht da ist, dann soll das Trading-Leben für euch ja weitergehen. Also bitte versteht das nicht so, dass ihr nur dann traden sollt, wenn auch unser Live-Trading-Raum geöffnet ist. Also im Gegenteil, wir möchten euch ja so in die Entwicklung reinbringen mit unseren Trading-Coaches, die euch wirklich jeden Tag zur Verfügung stehen.
Ob ihr das nutzt, das Angebot oder nicht, das obliegt euch natürlich. Aber wir sind zumindest jeden Tag im Büro und auch wenn es mal, wenn mal viel los ist, ihr könnt zumindest immer dann einen Termin vereinbaren für ein ausführliches Gespräch für den nächsten Tag. Wir haben viele Videos dabei. Wir haben immer wieder, jede Woche haben wir diese Coaching-Kurse. Wir auch morgen am Mittwoch wieder, morgen Abend. Also, da möchten wir euch eben so vorbereiten, als hättet ihr diesen Live-Training-Raum noch gar nicht. So. Wenn einem jetzt aber die Trading-Erfahrung fehlt, Live-Training-Raum ist zu, dann soll es ja eben weitergehen und wir haben uns dann entsprechend zwei unterschiedliche Setups überlegt und dann letztlich auch entwickelt. So, jetzt sind wir Short. Ausstieg. Und ich habe erstmal diesen Button hier oben genommen. Ich werde den mal auf angepasst gehen und den Trade ein bisschen was weiterlaufen lassen, da wir hier eigentlich eine recht schöne Bewegung haben. Also blaue Linie habe ich hier leicht angepasst auf der Unterseite. Okay, also wir haben hier zwei Algorithmen entwickelt. Das ist einmal die Blue Box Strategie und das ist zum anderen Holger eben die Vola Box Strategie. Und Hintergrund dieser Geschichte ist eben, dass ihr im MetaTrader Chart automatisch Signale angezeigt bekommt, wo ihr dann traden könnt oder mit denen ihr dann traden könnt. So, ich mache mir mal einen neuen Chart auf im DAX. Schauen wir mal hier, ein Partnerbroker market.com, da oder market.com, egal. Gibt zwei Märkte. DE30 und DE30C. Beim DE30, ich zeige das eben ganz schnell, mach mal beide auf. Schließen wir das Fenster wieder. Einmal Vola-Box hier und den Indikator Vola-Box hier unten. Den ziehen wir rein. Also zweimal der gleiche Chart beim DE30C allerdings. Da haben wir keine Kurse in der Nacht. Und bei DE30 ohne dem C, da seht ihr hier in dem grauen Bereich eben, dass nach dem Handel, nach 22 Uhr, laufen die Kurse trotzdem weiter. Na, ihr könnt das alle hier unten in der Zeitleiste erkennen. Also das ist dann der außerbörsliche Handel. Also ich bin da kein Riesenfreund von, muss man ganz ehrlich sagen. Aber am besten ist doch, ihr trefft eure eigene Entscheidung. Ihr habt beide Charts da. Das gleiche wird es auch bei GBE geben in Kürze, soweit ich gehört habe. Und dann könnt ihr selber bestimmen, welchen Chart oder welchen Kursverlauf ihr wählen möchtet. Okay. Egal welcher DAX-Chart das ist. Wenn ihr den Indikator Vola-Box reingezogen habt. Und ich weiß nicht, Holger, ob du den hast. Kannst mal mit deiner Maus in den Chart reingehen, irgendwohin, rechte Maustaste, dann gibt es hier dieses Menüfenster und dann unter Vorlagen gibt es ja die ganzen Templates und unten haben wir die Vola-Box, wenn du die hast. So, und dann haben wir eben entsprechend folgendes Chartbild. Ich mache das ein bisschen was größer. Hier ist das Chartbild und eigentlich auch relativ einfach gefasst. Also wir haben den Indikator Big Number drin. Wir haben auf der linken Seite, wir haben den Countdown, wir haben nochmal den Preis wirklich ganz groß hier drin, dass man da nicht rechts in der Skalierung mit reinschauen muss. Und das ganz Besondere in diesem Chart, das sind hier diese grünen Flächen, diese grünen Zonen. Ja. Hast du in deinem Demo-Call. Perfekt, super. Okay, also das ist dieser Indikator. Ich zeige dir nochmal. Das ist der Indikator Vola-Box. Das ist der Unterschied zu den normalen Templates, die wir haben. Und dieser Indikator Vola-Box wird uns dann angezeigt, aufgrund einer ganz speziellen Berechnung. Und zwar sind wir eben mit unseren Partnerbrokern in der Lage, wir haben so ein,
wir haben so einen Einblick in das Orderbuch und wir können feststellen, mathematisch, ich bin jetzt kein Programmierer, aber so habe ich mir das erklären lassen, wir können eben feststellen, wo auch der Kurs in der Vergangenheit wäre mal abgeprallt ist, an welchen Chartmarken er, wo viele Order lagen und diese Order wurden dann entsprechend abgearbeitet beim Erreichen. So, und diese historischen und auch aktuellen Informationen, wo die Order eben liegen, die können wir in die Zukunft projizieren. Und das Ganze machen wir eben dann mit solchen Rollerboxen. Das sind einfach grün eingefärbte Flächen, Zonen, die immer ein Hoch und ein Tief haben. Und in dieser Box, wenn man so will, die habe ich jetzt erstmal hier definiert als eine 15er Box. Also die Differenz zwischen dem Tief und dem Hoch sind 15 Punkte. So. Es kann sehr gut sein, das weiß ich gerade nicht, dass wir diesen Indikator eingestellt haben auf 20. Warum machen wir das? Weil einfach die Volatilität im DAX überdurchschnittlich hoch ist gerade. Ja, also alleine gestern über 500 Punkte ist der DAX gestiegen und die normale Schwankung an einem Tag lag eben bei 120 Punkten. Also wir haben ja also die vierfache Menge an Punkten und liegen darüber. Ja, und liegen da eben deutlich drüber. Wenn man also oder wenn der Carlos sagt, ich handle hier keine 20er Wohlerbox, sondern schon keine 15er Wohlerbox, sondern eine 20er Wohlerbox. Oder wenn du den Christoph fragst in seinem Pro-Trading-Raum und bei ihm ist es ebenfalls der Fall, dann können wir hier auf Wohlerbox editieren, Eingabe und dann ändern wir diesen Wert auf 20. Also, beim DAX bin ich mir gerade nicht so ganz sicher, ich weiß es aber hundertprozentig beim britischen Pfund, japanischen Yen. Also wenn man diesen Indikator in diesen Märkten nutzt, dann muss man das Ganze auf 20 ändern. Nutzt man das beim amerikanischen Dow Jones, ist der Wert sogar noch weiter höher. Okay, wir gehen auf OK. Und ihr seht sofort, das Ganze passt sich innerhalb einer Sekunde an. Und jetzt haben wir hier die Werte von 20 eingetragen. Das sind also Zonen, wo der DAX eben in der Vergangenheit mit gekämpft hat und wo auch viele Order liegen. Und wir nutzen diese Information von diesen Boxen, dass wir darum eben unsere Swissbox platzieren. Also wir haben einmal die Vola-Box, jetzt haben wir die Swissbox. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu kompliziert. So muss ich einmal die Magic-Nummer ändern, weil wir hier in einem zweiten Chart sind, also in einem zweiten DAX-Chart. Also wenn ich den Trade hier oben machen möchte, klicke ich am besten auf dieses Feld. Möchte ich den auf der Unterseite traden, diese Box, klicke ich dahin. Eins von beiden. Ihr könnt euch, oder wir können das auch so machen, eben in diesem Chart mache ich die untere Zone als Pending Box und in diesem Chart nehme ich dann die obere Box. Egal, ob ich jetzt hier oben eine 20er oder eine 15 habe. Aber also ihr könnt eben versuchen, am Beispiel DAX jetzt gerade eine Pending Box oberhalb des aktuellen Kurses zu platzieren und unterhalb. Und dann müsst ihr jetzt auch gar nicht vor dem Rechner sitzen. Ihr müsst also nicht drauf starren, könnt ihr eh nichts dran ändern. Also wenn jetzt mal eben das Telefon klingelt oder ihr seid wieder zurück in eurem Job und seid vielleicht trotzdem noch im Homeoffice oder was auch immer, also ihr könnt gerade den Märkten jetzt nicht die komplette Aufmerksamkeit eben bieten, dann bietet es sich immer an, dass man dort mit diesen Pending-Boxen arbeitet. Also eine hervorragende Geschichte. So, die Informationen, die eben in diesen grünen Boxen sind, oder die Aussage, muss ich vielmehr sagen, die Aussage, Holger, ist, dass der Kurs nicht in dieser grünen Zone bleibt. So, das ist jetzt erstmal, meine ich, sehr. Also er bleibt da nicht drin. Mit anderen Worten, er bricht also aus der Geschichte. So, ich kann dir jetzt nicht direkt sagen, er bricht jetzt aus in der nächsten Minute oder in der nächsten Stunde. Wahrscheinlich ist Ersteres.
Aber er bleibt zumindest nicht da drin. Und das heißt, wenn wir jetzt mit der Swissbox arbeiten, er wird also diese Box nach oben hin verlassen oder er wird nach unten hin ausbrechen. Eins von beiden. Und das ist ja wieder dann die klassische Swissbox-Strategie, die wir hier schon seit Jahren umsetzen. Also wir versuchen immer mit der Swissbox-Idee, wir versuchen also immer den Markt einzufangen um einen ganz bestimmten Kurs, um eine bestimmte Zone. Und aus dieser Zone muss er dann herausbrechen. Nochmal, das kann sein zur Markteröffnung, indem wir dort die Pending Order Linien eine Minute vor 9 Uhr platzieren. Oder mit der C-Box um 8:30 Uhr. Oder die Big Number Trades. Also die Idee ist, oder hoch, Tageshoch oder eine ABC-Formation oder ein Ausbruch aus dem Trendkanal oder mit Bollinger Bändern. Vollkommen egal. Aber es muss immer auf Grundlage etwas basieren, dass der Kurs jetzt eine Bewegung macht. Die Richtung ist vollkommen egal. Und ich glaube, das alleine hilft uns doch schon mal viel, viel weiter als eine klassische Trading-Strategie, wo man immer mit einer Market Order einsteigt und dann eben darauf hofft, dass der Kurs sich in den nächsten Sekunden oder Minuten dann in die entsprechende Richtung entwickelt. Also, dass man gekauft. Und dann muss der Kurs auch steigen oder der Kurs muss fallen. Nochmal bei der Swissbox-Strategie ist es uns vollkommen egal, ob der Kurs tatsächlich steigt oder fällt. Aber er muss die Bewegung machen. Und glücklicherweise ist die Volatilität derzeit so hoch, dass er die Bewegung macht. Wir haben die Größe der Box, wir haben die Gewinnziele dementsprechend so angepasst. Ich zeige das auch nochmal. So angepasst, dass jeder erkennen kann, wie viele Trades sind hier maximal möglich. Mit den Einstellungen, die ich hier habe. Und ja, es hilft, wenn ich bei Markets mit Mikrolots handeln kann. Absoluter Vorteil. Es hilft auch, wenn ich einen hohen Hebel dabei habe. Machen wir uns nichts vor. Dadurch seid ihr in eurem Trading eben flexibler und ihr könntet hinten raus mehr Trades mitgehen. Muss ich mich jetzt aber davon abschrecken lassen, dass ich sehe 12, 13, 14, dass die hier rot eingefärbt sind? Nein, weil wenn ihr bei uns im Live-Trading-Raum schon über eine längere Zeit dabei seid, dann wisst ihr doch, wie die Trades laufen. Oder ihr solltet es zumindest wissen. Ja, also Klassiker wie immer, und das muss ich hier an dieser Stelle nochmal so deutlich sagen. Also nach dem vierten Trade, spätestens nach dem fünften Trade, solltet ihr darüber nachdenken, diesen Trade auch mal abzuhatchen, also die Pause-Taste zu drücken, um dann wieder zu warten, ob oder zu welchem Zeitpunkt dort wieder ein neuer Impuls reinkommt. So, dann kann ich diesen Trade ja auflösen. Ich habe das vorhin beim Carlos mitbekommen. Also es gab wohl gestern eine Situation, wo 10 Clubmitglieder dort in einen Hedge reingekommen sind. So, und das darf man sich dann auch bitte mal nicht verrückt machen. Man kann die Position natürlich schließen, dann ist das in Ordnung. Oder man drückt dann entsprechend hier den Hedge-Button und vorhin, heute Morgen, habt ihr den Hedge ja, oder haben die den Hedge dann gemeinsam hier eben mit der schönen Short-Bewegung aufgelöst. Also zusammengefasst, immer dann, wenn jetzt kein Schwung drin ist im Markt, das kann mir hier auch passieren. Also 11.068 Punkte, wir sind im dritten Trade. Das ist so aktuell weder Fisch noch Fleisch. Wir traden ja hier nicht, oder das war kein Trade, den ich hier per Signal genommen habe. Also weil eben die Boxen, die lag auf der Unterseite und es lag eine Box auf der Oberseite. Aber der Kurs ist halt gerade genau dazwischen. Das war also noch nichts nach Regelwerk. Und wenn das Ganze jetzt hier nicht kommen sollte, dann, also wir sind jetzt gerade short im dritten. Also wenn der DAX jetzt hier noch ein paar Punkte steigt, dann, da ist mein Trade, dann macht er mir an der grünen Linie, macht er mir wieder eine Long Order auf. Und die blaue Gewinnziellinie springt hier so an die Big Number heran, müsste das sein. Okay, worauf ich hinaus will, wenn ich hier wirklich nicht vom Fleck kommt, dann muss ich natürlich auch nachdenken, ob ich dann hier entsprechend mal diesen Hedge-Button drücke. Und dann, wann kommen die nächsten Situationen, um diesen Hedge wieder aufzulösen? Ja. 11 Uhr, sagte ich, 14:30 Uhr, 16 Uhr bei der Rede Paul. Das sind jetzt die Klassiker-Termine. Da weiß ich also, kann ich mir den Wecker nachstellen, dann kommt auf jeden Fall wieder Bewegung rein. Oder man kombiniert das Ganze dann wieder mit den Signalen
aus der Vola-Box heraus. Also wenn der Kurs in solche grünen Flächen reinläuft, das ist eine qualitativ, also ich tue mir noch schwer zu sagen, ein hundertprozentiges Signal, aber wenn ihr, das Ganze geht jetzt eher an die Club-Mitglieder, wenn ihr dem Carlos oder auch dem Christoph das Ganze, oder wenn ihr das schon länger verfolgt, wir haben bis jetzt bei der Geschichte eben noch keinen Trade gemacht, der in die Hose ging. Na, auf der einen Seite bin ich vorsichtig, wir sind hier keine Marktschreier, auf der anderen Seite aber ist das nun mal ein Trading-Ansatz, der hier eine Wahnsinnstrefferquote liefert, eine gute Performance, aber eine Wahnsinnstrefferquote. Und alle diejenigen, die eben sagen, ja, Christian, aber die eingestellten Zahlen hier zum Risiko, auch zum Gewinn, vor allem dem Gewinn, der ist ja doch übersichtlich. Ja, dem müssen wir einfach immer wieder entgegnen. Achtung, jetzt kommt vielleicht der Ausbruch mal nach unten. Also, da muss man einfach mal entgegnen, dass es natürlich auch andere Trading-Strategien gibt, die dir vielleicht 4, 5, 6 Fehlsignale erstmal liefern. Und der siebte, der knallt dann eben rein. Aber wenn du beim siebten nun mal nicht mit dabei bist, aus irgendwelchen Gründen, vielleicht hast du auch das Vertrauen zu diesem Trading-Ansatz verloren in den ersten 6 Verlust-Trades. Also du bist dann bei dem siebten, beim achten nicht mehr mit dabei. Ja, dann steht man eben da, der Kuh ist zerbrochen und man springt wieder zu einer nächsten Strategie oder man springt zum anderen Markt. Also mir wäre es doch viel lieber, ich habe hier eine Strategie, wo ich per se schon mal eine sehr hohe Trefferquote habe. Und wenn ich jetzt auch noch, Entschuldigung, dass ich schon wieder sage, aber wenn ich dann auch die Erfahrung habe, um dann auch mal die blaue Gewinnziellinie ein bisschen was weiter wegzuziehen, was ich jetzt hier leider nicht gemacht habe, aber wenn man das eben macht, dann kann ich hier auch eben auf der Profit-Seite ein bisschen was mehr Geld verdienen. Ich habe also zum einen eine hohe Trefferquote von Haus aus und ich bin auf der Profit-Seite flexibel. Ja. Was wollt ihr denn, möchte man da eigentlich dann nur noch sagen? Okay, also eine 100% Geschichte gibt es nicht. Ich weiß, aber also ich hoffe, ihr wisst das auch. Aber hin und wieder gibt es dann doch Telefonate von neuen Gästen, die uns zum ersten Mal jetzt gesehen haben und die dann halt sagen, ja, aber so, ich möchte eigentlich meinen Job kündigen und ich will dann Vollzeittrader werden und ich brauche eben eine Strategie, mit der ich leben kann oder von der ich leben kann, die mir dann meine 3.000 € im Monat generiert. So, und dann sträuben sich dann immer bei uns ein bisschen was die Nackenhaare. Gerade wenn man da nochmal nachfragt und man hat vielleicht gar keine Trading-Erfahrung und man möchte ja eigentlich auch nur mit 5.000 € starten und aus diesen 5.000 € sollen dann jeden Monat 3.000 € rauskommen. Also rechnet das mal bitte um eben in prozentuale Ziele, die auch nicht nur in einem Monat erreicht werden. Man will ja dann nicht wieder zurückarbeiten, sondern auch noch im zweiten, im dritten, im vierten Monat und das über Jahre hinaus. Also da muss man den einen oder anderen doch mal ein bisschen wieder erden. Und einfach hier Gang runterschalten und nochmal aufzeigen, wie das Ganze eben hier aktiv umgesetzt wird. So, jetzt habe ich, Entschuldigung, Holger, ich bin ein bisschen was ausgeschweift bei der Geschichte, aber das ist wirklich so der Klassiker im Club, dass wir hier Anrufe bekommen von Interessenten, die halt sagen, also ich möchte gerne meinen Job kündigen, will Trader werden. Aber Metatrader, nee, habe ich noch nie gehört. Und was eine Stop-Order ist, weiß ich auch nicht. Aber das kann ich ja alles lernen. Ja, also ihr könnt es lernen, aber gibt der Geschichte bitte auch ein bisschen was. Okay, so, habt ihr mal einen kurzen Einblick bekommen hier in unserem Tagesablauf. So, wir gehen mal wieder zurück in die Vola-Box. Achtung, Kurs hier eingetaucht in die Box. Den Trade machen wir natürlich. Das ist dann die Pflicht sozusagen. Alles andere ist Kür, aber das ist Pflicht. Box haben wir jetzt aktiviert. Also, wir gehen long bei 11.039. Wir gehen short bei 11.019. So, jetzt sind wir ausgebrochen nach unten hin. Da ist mein Gewinnziel.
Und jetzt können wir die blaue Linie auch leicht wieder etwas anpassen. Also 10.019 Punkte. Und also wenn das Gewinnziel schon kurz vor so einer Big Number ist, dann ist man auch gerne mal eingeladen, das etwas weiter anzupassen, weil der DAX wird jetzt nicht bei 10.005 wieder umdrehen. Er wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit wird er auch dann durch solche Marken mal durchgehen. Also gerne mal hier angepasst. Okay. Gut. Holger, du. So, was schreibst du? Danke für die Infos zur Volabox. Nebenbei gerade 50 Euro mit der Swissbox. Also ich erkläre hier und du bist am Traden. Oh, okay. Also ich weiß, bei sowas dreht der Carlos immer durch. Aber 50 Euro dann im Portemonnaie, das ist doch gut. Also für jeden, dem das jetzt heute vielleicht ein bisschen was zu schnell ging, hier im Starterraum, der sei nochmal eingeladen, heute Nachmittag 15 bis 18 Uhr in unserem Live-Trading-Raum. Also alle Clubmitglieder brauchen da jetzt keine extra E-Mail, ihr braucht keine Zugangsdaten. Es findet bei uns oder findet bei euch im Live-Trading-Raum statt. 15 bis 18 Uhr gibt es dort nochmal ein Webinar und ich bin mir sehr sicher, dass der Carlos das Ganze auch nochmal ausführlich darstellen wird. So, jetzt war ich mit meiner Vermutung, dass wir die 10.000 sehen. Vielleicht ticken wir es voreilig. Also wir sind im Gewinn. Die gestrichelte Linie wäre normalerweise unser Stop-out gewesen, also Gewinn-Stop-out. Und schauen wir mal, wie sich das Ganze etwas weiterentwickelt. Wir wechseln mal eben schnell das Template. Bei so einer Bewegung, das schreit für mich nach einem Setup auch für das Master-Template. Okay, und in der Tat, da war eins. Also ich springe jetzt mal eben hier durch die Strategien, aber rote Sonne. Und um 9:25 Uhr. Ja, 9:25 Uhr ist hier die Zeit. Unten eben in der Leiste steht dann 10:25 Uhr und das war dann, also das war die Signalkerze, wo alle Bedingungen erfüllt waren. Da Last Short Signal, da oben habt ihr es. Erste Gewinnziel, zweite Gewinnziel direkt schon erreicht in der nächsten Kerze und okay. Wieder zurück zum okay. So, jetzt brauche ich, weil ich die ganzen Templates immer hin und her gewechselt habe, jetzt muss ich die Swissbox nochmal eben kurz aktivieren. Sekunde. Glaube, die Magic Nummer 2 hatte ich am Ende. Das war sie. Also denkt daran, wenn ihr eben die Swissbox in mehreren Märkten handelt, also im DAX, aber dann eben nicht nur in einem Chart, sondern auch in zwei, drei, vier Charts, dann müsst ihr immer die Magic Nummer anpassen. Und wenn ihr dann die Vorlage wechselt, dann ist natürlich auch die Swissbox weg und die Swissbox kommt am Ende nur wieder, wenn ihr auch die richtige Magic Nummer eintragt. Ja, kleine Feinheit bei der Geschichte, aber schon okay. So, also Kurs, wir sind ja auf der Minuten-Zeiteinheit. Es gab eine Bewegung von oben nach unten, einmal kurz aufgesetzt, kurze Gegenbewegung. Also wir haben hier eine mögliche ABC-Formation im Anflug, müssen wir mal sehen. Und diese ABC-Formation, die wird dann aktiv und schreit quasi für den Einstieg, wenn wir hier unter die Marke von 11.002 Punkten kommen würden. Bitte nicht falsch verstehen, das ist also keine Handelsempfehlung hier von meiner Seite, aber so sieht die. Okay. Also das wäre eine schöne 1 oder A, B, C. Dafür brauchen wir aber hier ein neues Tief.
Gut. Okay. 12 Minuten nach 10 und genau, 12 Minuten nach 10 und ich muss einfach jetzt nochmal den Ball eben rüberspielen zu euch. Da ist der Meta-Trader wieder. Also gibt es noch Fragen zu der Swissbox-Strategie, Fragen zu der Volabox, zum Meta-Trader, die wir hier heute Morgen besprechen können oder auch sollen? Dann bitte einmal raus mit der Sprache. Ansonsten würde ich nämlich dann gleich meinen MetaTrader wegmachen und anstatt eben den Live-Trading-Raum vom Carlos zeigen. Ja, dass ihr dann auch mit dem Carlos noch ein bisschen was zusammen seid, bis ungefähr 12 Uhr, dann wird die Mittagspause ein Ticken was länger sein bei uns und dann halt 15 bis 18 Uhr. Der Online-Trading-Workshop, auch mit der Vorstellung, wann der nächste Online-Kurs stattfindet. Ich kann jetzt schon mal hier die Katze aus dem Sack lassen. Am 3. Juni beginnen wir eben dort mit einer neuen Ausbildungsrunde für alle Clubmitglieder, zu der natürlich auch bestehende Clubmitglieder eingeladen sind, ist doch ganz klar. Also wenn ihr dann entsprechend Lust habt, wieder mit dem Carlos dort die Mittwochsschulungen zu machen, der ist gerne eingeladen dazu. Wenn ihr Fragen habt, was sind die Inhalte der Clubmitgliedschaft, was sind die Inhalte der Schulungen etc., was kann ich hier erwarten, notiert euch das Ganze wirklich schon mal hier auf dem Zettel, schwarz auf weiß. Und dann erklären wir euch das heute Nachmittag ausführlichst. Das verspreche ich euch. Okay, gut. Mal eben hier der Blick in den Chat. Holger, du sagst alles gut. Ich glaube, Holger, wir sind auch die einzig beiden heute, die hier im Starterraum sind. Die anderen trauen sich noch nicht so richtig oder haben sich hier zumindest eingeloggt, aber sind doch vielleicht mit den Gedanken eher beim Traden oder beim Carlos noch parallel mit dabei. Aber wenn du grünes Licht gibst, Holger, dann danke ich dir, danke ich euch für die Aufmerksamkeit heute Morgen im Starterraum. Wir machen, ich nehme meinen MetaTrader jetzt hier einmal aus dem Chart raus. Hier sind die Links, das überlagern wir mal. Okay, so. Also der DAX macht jetzt gerade hier ein neues Hoch. Nichts ist mit der ABC-Formation, das kann ich noch eben hier sagen. Thomas, danke dir, sehr gern geschehen. Bis morgen. Und jeder, der eben jetzt wechseln möchte, ist hier eingeladen, rüber zu wechseln in den Live-Trading-Raum mit Carlos. Der ist aber gerade außerhalb, also die Moderation im Live-Trading-Raum ist gerade ein bisschen was weniger, nur dass ihr es von mir schon mal gehört habt. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Achtet auf die Termine, wenn ihr tradet, auf eurem Live-Konto, auf eurem Demo-Konto, sowohl als auch. Wir stehen euch mit Fragen, mit allen möglichen Sachen zur Verfügung. Schickt uns eine E-Mail, ruft uns an und dann ja, richten wir für euch ein Demokonto ein mit den Strategien, sodass ihr auch selber testen könnt. Thomas, wenn du daran Interesse hast, sag gern Bescheid und dann könnt ihr parallel in eurem Gastzugang auch das Tradingkonto nutzen. Euch einen schönen Dienstag, alles Gute, macht's gut.